Aber wie ich weiß, Hauptsache mein Handy geht wieder. Alles andere ist ja schon mal primär. Nee, ich hab das reparieren lassen. Das, der Murat. Der Murat hat mir's, der hat ein Handy laden. Der Murat ist Türke, aber fachlich einwandfrei. Kann man nichts sagen. Ja, warte mal, der Achim schickt als WhatsApp so einen Witz. Was machst du mit einem Hund ohne Beine? Um die Häuser ziehen. Und, kann man nicht bringen, nein, nee, weiß ich. Nein, wegen der Hundefreunde lassen wir lieber. Zur Beruhigung, es geht auch mit einer Katze. Nee, aber ich freue mich, dem Achim geht's wieder gut, ne? Der Achim, der war lang, bei dem war es privat sehr, ne? Aber auch daheim. Und jetzt, seit er sich getrennt hat, blüht er auf. Der hat sich von jetzt auf nachher getrennt und jetzt geht's ihm gut, ne? Gut, aber seit ihn kennt, trennt er sich, seit 30 Jahren. Durchgehend, ne? Wird einmal gesagt, letzte Woche trenne ich mich, einen Tag später merke ich von der Falschen. Ja, wenn der Schuss nach vorne losgeht, ne? Das ist... Ja, aber weißt, dem seine muss so, und schickt es gleich wieder. Wenn die nicht... frühst beim Aufwachen muss die schon schreien, Achim, du bist der Größte, ich hab den Hauptgewinn. Ne? Wenn nicht, schickt er sie gleich wieder. Boah, Statistik, pass auf. Über 50% der Menschheit trennt sich mittlerweile von seiner Frau. Oh. Der Murat hat mir's repariert und gesagt, Miller, nimmst du Samsung Galaxy, ist billiger und besser. Hab ich gesagt, Murat, will ich ein WhatsApp verschicken oder will ich ein Feuer machen? Ne? Das muss ich vorher wissen. Ne? Der Jürgen, der Arme und ich, wir waren beim Murat. Ne? Und haben gesagt, sag mal, bei euch ist doch jetzt Wahl. Im April ist doch Erdogan-Wahl. Ne? Da das Referendariatsding, oder wie? Ne? Haben wir gesagt, Murat, was wählst du, Erdogan oder lieber Erdogan? Ja oder ja? Da war... Wurde gesagt, solange ihr in meinem deutschen Handylade hier, haben wir gesagt, Murat, nicht aufregen, alles gut. Erdogan wird Kanzler. Reg dich nicht auf. Ich glaube auch, dass der das Ding gewinnt. Der Erdogan-Ding. Weil er wird wahrscheinlich die Stimmen noch mal nachzählen, wenn es. Kontrolle ist gut, Erdogan ist besser. Der zählt so lang, bis das Ergebnis stimmt, das sage ich. Fake sie Türkei, rede gehen. Oh, da hat der Murat gesagt, ja, das Gefühl hat er schon lange, dass wir gegen Türke und Ausländer sind. Wahrscheinlich täte ich mir sogar heimlich AfD wählen. Da haben wir gesagt, Murat, wieso heimlich? Pegida können wir nicht wählen, die dreht ja nicht ohne. Nee, aber wie kann man das sagen? Der Jürgen nach und ich, wir waren eigentlich schon immer gegen Ausländer. Der Erdogan hätte es gar nicht gebraucht. Oder die Asylanten. Aber woran liegt das? Ich glaube, hauptsächlich daran, dass der Ausländer Ausländer ist. Weißt du, das ist in sich schon... Wie soll man das... Wenn meine Mama ein Bus wäre, dann könnte sie hupen. Das ist praktisch das Gleiche, nur anders. Aber der Erdogan, was hat er gesagt? Die Merkel ist geisteskrank. Geisteskrank hat er gesagt. Doch, hat er Mitte in die Kamera rein. Glaubt man's? Jetzt war nicht, das war der Trump. Der Erdogan hat gesagt, Nazi und der Trump, jetzt hab ich's. Aber die kannst du manchmal auch, die sind wie Zwilling, die zwei. Oder? So einäugige Zwilling. Der Ladykracher und der andere, der Erdogan ist der Knuddelkalif und der Ladykracher. Ne? Aber wenn man sich das überlegt, ne? Die stimme hier ab gegen Freiheit. Bei uns. Ne? Das ist manchmal, das dümmste Kalb wählt sich freiwillig der Metzger, kann man sagen. Mit dem Navi ins Schlachthaus, Kerzengrad. Wenn Schmerzen wehtun, glaubt man. Guck mal, ich hab Hauptschule.
gerade so. Aber so blöd sind die jetzt alle Hals aufwärts geklebt, auf einen Schlag. Ich habe Hauptschule, pass auf, das war, wann war das? Da war ich so 15, 16. Oder 17 vielleicht. Jetzt warte mal, wie oft war ich in der 9. Ist ja egal. Oh, die Amis und der Trump jetzt Öko-Umwelt-Auto-Ding, das ist das Allerschönste. Ne? Der Trump und Umwelt, was soll denn das sein? Der elektrische Stuhl mit Ökostrom. Das könnte schon gerade mal. Ne? So, aber pass auf, Chef, ich muss los. Was hast du vor? Ich fahre jetzt nach Gaggenau. Der Kevin Großkreuz hat Probetraining. Also, gute Nacht.